willkommen zu einem Video. Heute kümmern wir uns mal hier um die Ecke und um den Musiklager hier. Der wird hier dran gesetzt. Straßen habe ich momentan keine, die hier hinkommen könnten. Das können wir ja nacharbeiten. Letztes Video haben wir uns ja um die Seite ein bisschen gekümmert. Relativ vervollständigt. Klar, da kommt noch ein paar Details, müssen wir nacharbeiten. Dieses Video werden wir uns hier um die Ecke kümmern. Das Video jetzt wird, glaube ich, ein bisschen kürzer. Wenn ich habe hier das schon gebaut und das hat mehr Nerven gekostet und Zeit, als ich gedacht habe. Aber okay. Ja, ich würde sagen, ich setze mal den Musikladen hoch und hier dran und mache den Fußweg hier vorne lang. Dann sehen wir uns wieder. Ah ja, ich kann euch mal kurz erzählen, was wir vorhaben in diesem Video. Ich möchte hier hinten ein bisschen grün machen, so bis ungefähr hier oder so. Oder so knapp an dem Kiosk halt. Ein bisschen grün für den Hintereingang, also den Hinterausgang vom Friseursalon. Und genau. Und hier sollte, wie schon gesagt, wie wir im letzten Video, oder ich im letzten Video überlegt haben, eine kleine Baustelle hin. Wir müssen mal gucken, glaube ich, werde den Weg natürlich hier ein bisschen so verkleinern, damit die Baustelle ist, man kennt ja Baustelle, ein bisschen Platz mache. Das werden wir hier machen. Und dann muss ich mal gucken, ob wir in dem Video überhaupt noch zu der Baustelle kommen oder ob wir nur den kleinen Garten hier ein bisschen anlegen und ich überlege mir mal, ob ich hier einen Zaun hinsetze und wie. Genau, das ist so der Plan. Mal gucken, wie weit ich komme. Denn so viel Zeit habe ich nicht mehr für das Video. Also nicht, um hier noch eine ganze Baustelle aus dem Kopf zu denken, das ist das Problem. Genau, ich würde sagen, ich setze das Ding mal hoch und baue mal den Fußgänger weg. So. Ich habe dann mal den Musiklager integriert, hochgesetzt, hier vorne die Straßenführung angepasst, mit den Kanaldeckeln und hier den Strich reingezogen. Passt jetzt alles soweit. Und hier den Weg lang gezogen. Ich habe auch zum Glück hier dran gedacht, ein paar Noppen anzubringen. Hier bist du wieder komplett vergessen. Also halt, hier bist du wieder komplett vergessen. Bin halt ein bisschen dämlich, man kennt's. Ich habe hier das ganze Ding um eine Noppe verkleinert, optisch. Und da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich habe hier schon mal abgegrenzt, bis wo der Garten kommt. Hier wird dann noch ein Zaun drauf kommen. Genauso wie hier. Aber da weiß ich noch nicht, wie ich bauen soll. Wie man so einen schönen Baustellenzaun aus Lego bauen kann. Noch ein Stein. Ne, der wird so wahrscheinlich aus Lego sein. Ja, hier kommt jetzt ein bisschen Grün hin. Ich habe ja noch hier die aus den Straßendingern. Die wir jetzt hier reinpacken, dann ist das Ding grün und dann muss ich noch einfach lassen, wie ich das ganze Ding auch schön aussehen lasse. Denn einfach grün ist ja nicht unbedingt schön, die Fliese wird da wegkommen. Muss ich mal schauen, grün sieht direkt schon mal besser aus, aber noch nicht wirklich gut sieht es dadurch aus, dass es einfach grün ist. Doch ist angenehmer als grau, aber ich muss mir das einfach lassen, was ich da hinsetze. Pflanzen habe ich jetzt nicht unbedingt da ein paar, muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Auf jeden Fall wird hier so irgendwie ein, zwei Bänke oder so eine Bank mit Tischchen kommen, quasi so als Sitzmöglichkeit hinter Kiosk oder so. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen und sonst mal gucken, ein paar Blümchen oder so. Mal schauen, wird jetzt nichts Atemraubendes, ist mein erstes Mal grün bauen. Ich werde sehen, was ich so machen kann. Ja, ich baue mal ein bisschen da hinten hin und melde mich dann wieder. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Park gebaut und es ist erstmal ein bisschen Natur gebaut mit den Steinen. Ist jetzt auch nicht so toll geworden, aber ich finde es ganz gelungen. Ich habe jetzt von hier ausgehend, machen wir mal kurz hier weg. Na. Hier ausgehend so ein bisschen Weg gebaut. Kommt hier an. Oh, nicht den Kasten umwerfen. So, Weg hier bis zum Hauseingang gebaut, dass die da rauskommen. Mit so einer kleinen Parkbank quasi, so dann ist schon mal Kiosk was holen, geht man hier hin und setzt sich hin. Finde ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich die in den beiden Farben lasse oder ob ich die auch noch schwarz mache. Ich hatte die Teile dafür nicht das Problem, also die Fliesen in Schwarz fehlt mir. Naja. Ich finde eigentlich ganz gut, dass hier die Teile ein bisschen an verschiedene Farben haben. Ein bisschen Abnutzung. Finde ich ganz gelungen. Und ja, so ein bisschen Pflanzen, ein bisschen Grünheit habe ich gebaut. Naja, keine Ahnung. Und nur das kleine Hühnchen von Hiddenside hingepackt. Ich finde, der so ein bisschen grün da sitzen. Gefällt mir. Und hier habe ich aus dem Feuerwehrtruck. Den Stromkasten hingesetzt. Passt ja ganz schön, dass die Häuser hier ein bisschen auch einen Stromkasten haben. Jo, weiß nicht, wie ich gemacht habe. Ich muss ein bisschen rumexplantieren. Ich hatte leider keine
Metallplatten, dass ich das hier oben anders bauen konnte. Deswegen habe ich jetzt hier unten eine 2x3er gebaut. Finde ich, stört jetzt aber nicht. Genau. Und mir fehlt hier genug Grün. Aber das ist ein bisschen Dreck von der Baustelle rübergeklatscht. Das passt. Genau, die Baustelle kommt ja noch. Ja. An die setze ich mich jetzt dran. Ich würde mal anfangen, mit dem Zaun hier drum zu setzen. Ich will nicht unbedingt einen Zaun hin. Und genau, den will ich machen. Und dann melde ich mich vielleicht mal wieder und dann müssen wir überlegen, was wir drin machen. Ich bräuchte irgendwie einen kleinen Bagger oder einen Kran, aber ich mal gucken. Ich muss mal Internet nach dem Mock schauen für so einen kleinen Bagger. Hätte ich schon Lust drauf, den ersetzen. Es gab ja mal von Lego den einen, den hatte ich sogar. Aber ich muss mal schauen, ob ich das finde. Dann setze ich den dazu und dann müssen wir irgendwie mal gucken. Loch geht ja schlecht. Ist ja nicht so tief hier. Und ja, ich überlege mir mal was. Und wir sehen es wieder, wenn er mehr steht. Ich glaube, in Kran wäre besser, dann könnte man hier so ein kleines Haus, einen Anfang vom Haus hinsetzen. Ich schau mal. Ich baue mal den Zaun. Dann sehen wir uns wieder. Ja, ich habe jetzt hier mal den Zaun gebaut. Der ist jetzt mehr so ein Weidezaun, aber ich weiß nicht, wie wir ihn besser aus Lego lösen können, dass es wie ein Bauzaun aussieht. Ich schaue nochmal im Internet, vielleicht baue ich ihn nochmal um, weil ich höre jetzt für heute auf. Also ich lege vielleicht noch ein paar braune Platten hier hin, dass das ein bisschen noch Baustelle aussieht. Und dann gucke ich halt nach dem Baggermock und so und guck mal. Ja, und nach alternativen Zäunen. Das sind ja die, das sind halt Standardzäune. Ich habe sie halt standardmäßig gebaut. Naja, man sieht auch, von den Brackets hat es jetzt nicht unbedingt genug. Aber ich finde, das ist alles noch okay von den Farben. Und so Bauzäune sind ja immer ein bisschen abgenutzt, verschmiert. Das passt schon. Ich habe hier noch eine kleine Tür gesetzt, damit auch die Bauarbeit da rein rauskommt. Die hält nicht, weil sie natürlich oben nicht zugebaut ist. Vielleicht, mache ich noch kurz. Gut, jetzt habe ich die Tür hier zugemacht. Jetzt fällt mir auf, eine Minifigur passt der ja nicht durch. Der muss die durchkriechen. Also nehmen wir das hier wieder ab. Die beiden einmal beide drauf. Die fällt raus, aber ja, man kann sie auch irgendwie offen stellen. Also, die wird ja eigentlich unbefestigt. Wird sich nicht, deswegen hält die nicht. Naja, ich mache das Ding jetzt hier noch braun und dann suche ich mir die Mocks, also den Mock. Und ich glaube, hier wird ein Kran hinkommen und hier ein bisschen Mauer. Und dann mal schauen. Ich mache das jetzt noch braun hier unten und dann sehen wir uns für euch, für mich morgen. Nee, morgen nicht wieder. Am Wochenende wieder. Am nächsten. Und wir sehen uns sofort wieder. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen ausgefüllt. Man sieht, ich hatte leider nicht ganz genau genug Braun, aber ich finde ein bisschen Grün, was darüber schwappt oder noch Grün ist, passt ganz gut. Ja, ich habe überlegt, einen Kran zu bauen oder einen Bagger zu bauen. Passt alles in der Größenordnung nicht so gut oder mir ist nichts eingefallen. Oh, ich habe nichts gefunden im Internet. Von da habe ich mir überlegt, ich mache hier eine kleine Mauer, so ein bisschen Fenster andeuten, so dass ein Haus gerade gebaut wird. Ist okay. Ich habe dann so ein bisschen so ein Sandhäufchen hingebaut. Macht ja Sinn, so ein bisschen auf der Baustelle einfach ein bisschen Kontur da reinzukriegen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist hier schön geworden. Was ich mir dann überlegt habe noch, ich habe drei Videofiguren hier, die machen die eine Party da auf der Baustelle. Also, komm, lass mal eine Party da feiern. Ja, ich finde, damit habe ich ein bisschen den Platz genutzt. Man könnte natürlich jetzt eine Bühne hinbauen, aber es wird ja keinen Sinn machen davor, Steffen. Da lasse ich das jetzt mal so. Und ich habe hier noch ein bisschen Bambus ergänzt in dem Garten. Da war noch so eine Lücke. Ich habe überlegt, den Weg weiter zu machen. Habe ich damit gestrichen. Sagen wir es mal so. Ich würde dann nämlich eher hier so einen kleinen Gangdurchgang machen, dass man da zu der Tür kommt. Vom Assembly Square und auch hier darum dann zur Polizeistation kommt, weil die Tür ist da relativ weit, wo ist jetzt nicht, hier relativ weit hinten, dass dann von da an der Weg kommt und nicht der Weg hier einmal noch so durchgeht. Und hier theoretisch ist ja der Stromkasten, da kann ja Feuerwehrmann oder Elektriker auch einfach vorbeilaufen, das passt. Von daher habe ich den Weg da quasi dicht gemacht, bis hier geht der Weg ja zum Haus, das passt. Ja, ich würde sagen, wir sind auch durch mit dem Video jetzt. Ist am Ende jetzt nicht so viel passiert, wie ich gedacht habe, aber es passt für mich jetzt. Wir haben hier so ein bisschen was gebaut, die Ergänzung. Wir haben natürlich auch hier ihn integriert, gar keine Frage. Ja,
Nächstes Video würde ich mir was anderes überlegen, aber um das zu zeigen, was ich machen will, muss ich kurz hier einmal das umräumen, dass wir drehen, wie es am Ende auch steht. Und dann zeige ich euch das. So, ich habe das Ganze mal wieder in Position gedreht, so wie es sein soll. Was hier noch fehlt, ist, wir müssen noch den Weg hier um die Ecke legen und die Straße einmal hinten lang führen. Dahinter ist ja nicht mehr geplant, von mir nochmal Häuser zu setzen. Die kommen hier noch und dafür müssten wir hier auch einmal den Fußgängerweg machen. Und was ich machen wollen würde im nächsten Video ist, je nachdem, ob ich bis dahin neue Straßenplatten habe oder nicht, ist dann halt die Ecke darum zu legen und soweit ich dann Straßenplatten halt habe. Genau, das ist ein simpler Schritt. Schritt 2 wäre aufwendiger, dann hier rum einmal Fußgängerweg machen. Ich glaube, ich würde mir den da hinten sparen und nur hier noch machen. Denn, also hier muss er ja hin, weil hier nochmal Häuser hinkommen, klar. Aber hier würde ich dann gerne eine Bushaltestelle hinsetzen. Und dafür brauche ich halt einen Fußgängerweg, um dann da die Bushaltestelle reinzusetzen. Der würde hier auch breiter werden als normal. Ich glaube, die Größe ungefähr wie jetzt ist, könnte ganz gut passen, damit hier noch Leute vorbeilaufen können. Vielleicht noch ein bisschen einsparen. Muss ich dann im nächsten Video gucken. Aber wartet mal. Ich glaube, ich würde halt ungefähr hier so eine 16x16-Feldgröße dran setzen. Mal kurz hier, so als kleinen Anhaltspunkt. Na, so. So, und dann den Weg daneben. Ich würde sagen, das passt sehr gut. Die würde ich halt ungefähr als Anmaß nehmen. Den Fußgängerweg hinsetzen, hier den normalen hinsetzen, kann ich noch nicht unbedingt machen, weil hier noch die Häuser hinkommen. Ich würde den dann nur hier am Anfang machen. Also hier noch eine Straße hin, dann hier mit dem. Und dann hier so ein bisschen Bürgersteig. Nein, ich will den eigentlich weglassen, weil hier kommt noch ein Haus hin. Okay, wir bauen keinen Bürgersteig hier auf die Seite. Aber was ich noch machen ist, bei den Straßenplatten waren ja Schilder und so drin. Die will ich gerne hier noch integrieren. Und dann auch gucken, dass hier mal ein paar Jumperplätzchen kommen. Hier hinten. Assembly Square habe ich es ja gemacht. Aber halt hier vor der Polizeistation und vor dem Fotoapparat und dem Laden fehlen die halt noch. Hier hinten habe ich sogar auch wieder dran gedacht. Da hinten weiß ich nicht. Das integrieren, dann noch ein paar Minifiguren hier reinknallen. Und dann gibt es noch ihn hier, den würde ich gerne hinten als Unfall bauen. Wenn die Straße da rumgegangen ist, das würde ich dafür gerne setzen. Und ja, das ist der Plan fürs nächste Video. Ich würde sagen, dafür haben wir genug zu tun. Und wenn Zeit noch übrig ist, würde ich hier ein bisschen fließen im Innenraum und den Innenraum noch ein bisschen ausschmücken an manchen Stellen. Aber erstmal das hier draußen tun. Ja, klingt, glaube ich, kein ganz lustiges Video. Und ja, ich sage Sie das nächste Video. Wenn es Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr das nächste nicht verpassen wollt. Das kann dauern, bis das Video kommt. Ja, seid euch das im Klaren. Dauert ja auch ein bisschen was. Ich habe nicht immer so viel Zeit hierfür. Und ja. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Baut was Schönes, bleibt gesund. Ciao.